gleich geht's noch zum Outdoor-Shooting. Und da habe ich noch einen Tipp für alle, die auch ein Shooting, bei denen auch ein Shooting ansteht. Vorbereitung ist die halbe Miete. Und damit meine ich, sich auf jeden Fall im Vorfeld Gedanken zum Motivaufbau, zur Szenerie und auch zur Bildgestaltung machen. Ich mache das meist in Form eines kleinen Scribbles oder suche hier und da mal Bilder im Internet, die ähnlich ausschauen und meine Fotoideen so ungefähr widerspiegeln. Die lade ich mir dann aufs Smartphone und kann dann im Falle eines Falles auch vor Ort direkt mal so wie so auf einen kleinen Spickzettel schauen. Mit dem Smartphone bzw. mit einer App checke ich auch im Vorfeld den Sonnenstand, sprich von wo kommt das Licht, also aus welcher Richtung kommt das Licht, wie stark und intensiv sind die Schatten und wohin fallen überhaupt die Schatten. Ich verwende dazu die App Fotopilz. Die ist nur leider kostenpflichtig. Ich glaube, 10 Euro ist schon ordentlich. Aber da gibt es bestimmt auch Apps, die kostenfrei sind und mit denen man auch den Sonnenstand zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sich anschauen oder vorhersagen lassen kann. Wer da eine entsprechende App kennt, einfach mal bitte kommentieren. Würde mich auch interessieren, mit was für oder was es da für Alternativ-Apps gibt. Ja, das Wetter checke ich vorher mit der diesmal kostenfreien App Clear Outside. Die ist etwas kryptisch zu lesen, allerdings meiner Meinung nach die bisher zuverlässigste Wettervorhersage, die ich so kennengelernt habe. Dann sind wir schon mal relativ gut gerüstet und es kann eigentlich nur noch alles andere schief gehen. Aber wir Fotografen sind ja nun mal Meister der Improvisation. Weniger improvisieren sollte man beim Sonnenschutz, vor allen Dingen bei oder an sonnigen Tagen gehört hier Sonnencreme immer mit in die Kameratasche. Merke, einen guten Fotografen erkennt man am Sonnenbrand auf der Stirn, einen schlechten Fotografen am Sonnenbrand im Nacken. Einfach mal darüber nachdenken.